Aber die, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play hier auf der Geisersberg. Ich bin mit Ghost Alien fertig, weil ihr seht, ich bin jetzt gerade am Silo schieben. Und ja, das probiere jetzt gerade ein bisschen zum Hiergehen. Damit ihr es einmal seht, einfach weil ich das mache. Ich habe schon ein wenig was verhunzt, meine ich. Glaube ich, könnte sein. Nein, nicht einmal. Bis jetzt halt noch nicht einmal, aber da warten wir lieber nur ein wenig so. Also, den müssen wir wieder da stellen. So, jetzt kann ich nämlich da schön weitermachen und einfach bloß aufschieben. Einfach schön. Und immer wieder dieser Tipp von mir an euch, so da ich mich leicht zum Beispiel auch, einfach immer wieder den Arm ein wenig anheben langsam. Mit dem Joystick hat man natürlich auch das Gefühl wie mit der Maus, also mit J und K oder mit wem auch immer. Es ist halt einfach so, ihr seht es ja da jetzt, wie schön aus das hier hat gerade. Gut, jetzt spießt es ja ein wenig. Wegen Oberwärter. Und ein wenig drüber da. Einfach, dass wir da jetzt auch ein wenig hinterkommen und dann so am Schluss dann halt dann so die Feinarbeiten machen. So wirklich krasse Feinarbeiten haben wir ja eh nicht meistens. Weil wir einfach meistens, also ja doch, die haben wir eigentlich meistens eher noch, schon nur. So, schauen wir, dass es einfleckt, das Zeug, passt. Und wer weiß, vielleicht gehen wir ja in Kader so, wie wenn Hummich hat. Aber ich möchte halt immer anschauen, dass die Gobi auch richtig steht. Wenn die Gobi voll steht und ihr fahrt ein in den Hafer und habt aber alles schon hergerichtet, perfekt. Dass euch passt und ihr fahrt in den Hafer ein und euch verharrt die Gobi, ja, dann muss ich sagen, Leute, dann hat's verloren. Dann habt's verloren. Dann habt schon verloren. Weil dann seid ihr freundlich am Arsch. Weil dann habt's verloren und könnt anfangen zum Beten, dass, so wie ich jetzt zum Beispiel, der was ich fast festschaut, dass das Zeug irgendwo hinten einschmeißen könnt. Weil zum Beispiel der hier hinten, wo wir ja alles Problem gehabt haben, darum hat es nicht gelangt. So, ja. Weil ich probiere jetzt nämlich gerade da den Kajabing zu hier zu gehen, weil ich mir gedacht habe, zur Not sei es jetzt dann hinten. Aber ich habe gerade eine bessere Idee. Erstens kippen wir das da an den, Rand daher. Der war ganz herum und ist. Was? Halt, der ist schon weit oben am Silo. Und zweitens können wir es ja nur woanders auch noch einschmeißen, das Zeug. Und zwar. Mal jetzt aber aufheben, dass das funktioniert. Der Herr Riebern. Weil uns nämlich der Herr Riebern so extremst das Material gefeilt hat. Gut, der hier hinten im Eck drin hat. Das können wir jetzt alles damit ausgleichen. Also, wir haben jetzt dann einen Keil. Ich schaue, dass ich den Übergang gut hinkriege und dann habe ich einen Keil da und das passt. Also ich habe vorhin einen Schatten gemacht, also ich weiß nicht, ob man da jetzt einmal sieht oder so. Das kann ich euch leider nicht sagen. Und ich will das ganze Material jetzt dann ein wenig zurückziehen. Also erst einmal natürlich bis dahinter. Und das Eck da an und diesen füllen wir. Genau, so, das passt. Das passt zum Beispiel schon wieder. Der Übergang da ist auch gelungen, muss ich fast sagen, oder? Wenn man drüber fährt. Jetzt fürs Verdichten zum Beispiel ist es wichtig. Der ist gelungen, ja, das passt. So. Also, jetzt haben wir es eigentlich soweit vierte. Jetzt müssen wir natürlich nur die ein oder andere Feinarbeit machen. Das glaube ich habe ich schon gemacht, da habe ich schon ein Video versucht abzunehmen, oder da hat dann mein Handy geschallert und ja, das ist immer. Sowas ist bei mir immer einfach immer so eine Sache, das was ich überhaupt nicht mache. Nicht, vor allem auch nicht gern mache. So, das nehmen wir jetzt da mit Oberwärts und kippen das einfach so der Oberwärts her. Und schon ist ein Material, was vielleicht umhört, eventuell an einigen Stellen zu viel war, nicht mehr da. Machen wir jetzt nochmal. Ups, das wird jetzt extrem alt.
So. Da. Ja, wie gesagt, jetzt müssen wir eigentlich dann bloß noch verdichten. Und jetzt müssen wir extrem aufpassen. Die letzte Spur ist immer die gefährlichste Spur. Da kannst du dir alles verhauen. Da kannst du dir die ganze Arbeit von, was weiß ich, keine Ahnung, wenn du eine halbe Stunde brauchst, von einer halben Stunde. Wenn du 4 Stunden brauchst, von deiner 4 Stunden Arbeit, kannst du dir auf einen Schluch alles verhauen. Und auf das versuche ich jetzt zu achten, dass das eben nicht passiert. Irgendwie hängt hier auch noch Wind da, der Weltmeister. So. Also gehen wir wegen der da. Und jetzt halt einfach. Und immer, da jetzt immer langsam fahren beim Schirm. Da jetzt langsam fahren. Weil dann genau sowas vermieden werden kann. Also solche Punkte zum Beispiel da. Da könnt ihr dann hingehen und könnt sagen, ha, ich kann es noch retten. Wenn sie damit Vollgas affirmiert. Oh Gott, was war das jetzt für eine Nummer? Da, ey. So weit da zum Beispiel. Ihr müsst einmal aufschauen. Die Wand. Die Wand ist euer größter Feind. Das müsst ihr euch merken. Das ist. Gut, das sagen wahrscheinlich Fahrlehrer auch, dass die Wand euer größter Feind ist, aber leid, das stimmt leider auch. Die Wand ist wirklich euer größter Feind. Also ihr wenn's an wenn tiefwärts mit dem Schüttel oder mit der Gabel, scheißegal. Und ihr irgendeinen Scheiß macht, Black sagt jetzt, dann seid ihr verloren. So, jetzt sind wir natürlich nur da noch ein bisschen zum Bearbeiten, möchte ich behaupten. Ja, doch, bearbeiten. Dass wir so einigermaßen mit der ganzen Geschichte gleich werden. Ich da jetzt mal das ganze Material einfach mal dahinter fetzen auch wieder. Und dann kann man ja am Schluss immer nur ein paar Kantenlöcher ausgleichen oder. Ja, aber an sich haben wir ziemlich gleich überall. Sehe jetzt gut, ja, also da. Da wollte ich mal an. Und das da, da passt noch nicht so ganz. Also da müssen wir nur wegen. Jetzt halt aber. Jetzt passt zum Beispiel. So, das Material jetzt halt, können wir zum Beispiel da hinten hinschmeißen. Können wir jetzt da zum Beispiel in ein Loch, in so Löcher anschmeißen. So, Löcher voll. Das heißt, Black sagt, haben wir jetzt eigentlich nur zum Verdichten. Nur. Das machen wir jetzt auch nur. Und dann ist eh schon fast soweit. Ja, geh halt zum Scanner. So, und das Verdichten mache ich eigentlich immer mit Innenansicht, weil das ohne ein bisschen langsamer, genau. Weil so merkst du wirklich, wenn nur ein Hugel ist, was vielleicht nur mit der Grube hin musst. Was passt, was du vielleicht nur wegen Stecker verdichten musst und so Sachen. Den merkst du halt einfach in der Innenansicht am ehesten wie in der Außenansicht. Finde ich jetzt. Aber gerade der Herr Rummert ist wichtig zum Festmachen. Also gerade der Herr Rummert muss ich es machen, weil der Herr Rummert habe ich am meisten umeinander geschäbert und gespült, kann man sagen. Dass da. Hügel, weil da jetzt ein Loch, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Das kann man vielleicht so zudrücken. Ein paar Mal durchfahren. Kann das ein wenig besser werden. Ja, das geht jetzt auch, das sehe ich gut. Und sowas sind halt einfach so Sachen, auf die war ich halt einfach, ich achte drauf. Ein anderer vielleicht nicht, der andere achtet anders. Ein anderer macht es anders. Das kann jeder machen, wie er will. Ich mag es halt auch so, weil ich mich halt so am einfachsten da. Aber jetzt nehmen wir einfach mal nur fertig fest vorne wegen und schauen wir mal, dass mal die Silo einfach schön glatt gehen. Wenn wir es nicht ganz glatt gehen, meiner ist das so. Dann haben wir es zumindest probiert und wer es probiert, der kann auch sagen, ey, passt. Oder passt nicht. Ich will gar nicht wissen, was in das andere Silo jetzt dann eingeht, weil. Nein, ich will es gar nicht wissen. Da kommen ja alle Wiesen rein, beim dritten Schnitt. Oh Mann ey, da habe ich mir glaube ich jetzt was auch da. Ja gut, wir brauchen Material, das stimmt schon. Wir brauchen Material, das stimmt schon so.
Und vielleicht gehe ich beim nächsten Mal wirklich dann im Bulldog. Das war geil. Oder drüben auf den Silber, da kann ich auch kippen bis zum Ultimo. Also ich glaube, da, ob ich da überhaupt ein Ding dann brauche, zwischendrin, das ist sowieso fraglich. Aber naja, ist ja wurscht. So. 90%. Jetzt wird es natürlich interessant, weil jetzt dauert es natürlich länger mit dem Verdichten. Weil es einfach so ist. Aber ich glaube, die eine oder andere Situation, wenn man angeschaut hat, war wirklich zum Lachen. Ich habe teilweise selber mir das Lachen verkneifen, weil ich es gesehen habe immer wieder und habe gedacht, oh Mann, wie hast du das jetzt schon wieder gemacht? Aber hey, das funktioniert super. Mit dem Real Shuffle Mod, das finde ich super, das ist das Ding, das ich im Mod habe. Also das ist einer von die geilsten Mods eigentlich mitunter. GPS natürlich, wow, wirklich gut funktionieren, wow, auch schön läuft. So, schön genüsslich, langsam rückwärts. Und ab jetzt kann ich von ganz unten immer auf fahren. Jetzt kann ich immer von ganz unten aus. Das ganz unten ist ja relativ schnell zudeckt, relativ schnell verdichtet, weil da ist ja. Liegt dann jetzt so viel bei Oma drum. Aber das müssen wir jetzt schauen, das muss ich dann. So. Oh, die Silo ist auf jeden Fall gut voll geworden. Verdammt gut. Daisy Lage, die gelangt. Die gelangt durch den Winter. Da können wir auf jeden Fall dann über das ganze Jahr da groß einschmeißen. Und wer weiß, wenn wir dann einmal ein Mais haben zum Häckseln oder sowas, dann können wir einmal hergehen und können vielleicht einmal die Fütterungsrate erhöhen. Zum Beispiel auf 100.000 oder auf 60 plus oder ja, das sehen wir alles, wenn es soweit ist, weil so schnell haben wir eh kein Mais. Und aber wenn wir einen haben, dann kommt der sowieso da einer erst einmal. So, lala. Aber wenn man so drüber fährt, sieht man ja, dass die ganzen Spitzen immer platt drückt werden. Das ist schön. Also da merkst du wirklich immer so richtig schönes Silo. Da kannst du wirklich. Ja, ich finde auch so, das passt. Mir gefällt das Silo so. Mir gefällt auch das Rückfahr-Silo-Zeug. Das gefällt mir wirklich, weil für Kai Silo, für Durchfahrtssilo, da muss ich fast CP ja nicht mehr, weil. Ja gut, da geht es ja dann auch schneller, aber da fährt dann ein Bulldog mit zwei Gewichtsrollen darüber. Aber naja, also Leute, ich hoffe natürlich, euch hat das Special gefallen. Und wir hören uns. Und schreibt mir in die Kommentare, welche hättet ihr das gemacht, jetzt ihr lieber unten länger lauer oder hättet ihr hier oben weiter hochgeschoben. Sagt es mir einfach, indem das in die Kommentare schreibt und lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.